Letztes Mal in Persona 5 Strikers. You know, the ladies have all sorts of stuff to do to get ready. Find us a good spot. You're coming with us, Miogana. Na dann, wir übernehmen das. Und nun zurück zum Campingtrip. I guess we can do something nice for him. Tja, und damit herzlich willkommen zurück im Persona 5 Strikers. Beim letzten Mal haben wir uns auf den Weg zurück nach Tokio gemacht, mit einem kleinen Umweg. Und wir haben uns hier an diesem Ort in Yokohama ein Feuerwerk angesehen. Und nach diesem Feuerwerk haben wir hier eine ziemlich verdächtige Szene zu sehen bekommen. Wir sind scheinbar noch nicht ganz raus aus der Nummer, wie es aussieht. Ich hab's ja schon erwartet, weil der typische Persona-Twist noch gefehlt hat. Ich glaube, da kommt noch was auf uns zu. Aber jetzt werden wir erstmal Gespräche führen. Mit allen. Yo! Na, endlich kann ich das Ding ausziehen. Ich habe in der Kotzone schon richtig geschwitzt. Hey! Ey, sag mal, Akira, findest du, ich bin während der Reise gewachsen? Ich glaube schon. Ah, yeah. Dafür, dass ich früher zu Hause saß, bin ich echt oft extrem weit aus meiner Komfortzone rausgegangen, oder? Ich hatte keine Probleme in der Menschenmenge. Ich war in einer Stadt, die ich nicht kannte, hab mich mit Leuten angefreundet. Ohne euch hätte ich nie kapiert, dass die Außenwelt gar nicht so schlimm ist. Und ihr hattet sowas von recht. Ich konnte nur wachsen, weil ich die Phantomliebe auf meiner Seite hatte. Auch dich. Danke. Also, das ist für dich. Ein Glücksbringer. Es steht sichere Familie darauf. Er hing früher in meinem Zimmer, aber ich habe ihn auf die Reise mitgenommen. Aber jetzt komme ich auch ohne ihn klar, deswegen soll er ab jetzt dir helfen. Er verhindert, dass du dich verletzt oder so, auch wenn du wieder zu Hause bist. Oh, schön. Ich kann es kaum erwarten, meine Mutter zu besuchen und ihr zu erzählen, was wir alles Tolles gesehen und gemacht haben. Hey. Was ein einfacher Sommerurlaub in Tokio sein sollte, wurde zu einer Reise durchs ganze Land. Ach, was für ein Abenteuer. Und ich habe jetzt auch mehr als genug Erfahrung, um keine Angst mehr vor dem Autofahren zu haben. Tja. Dann danke fürs Fahren. Na, ich muss sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht. Hoffentlich kann ich in Zukunft noch oft fahren. Wir haben so viele tolle Sachen zusammen erlebt, aber am besten hat mir das Wassermelonenspalten in Okinawa gefallen. Manchmal bin ich selber überrascht, wie stark ich sein kann. Tut mir leid, dass ich sie quasi, zu Brei geschlagen habe. Aber sie war wahnsinnig lecker. Danke noch einmal, dass du mir geholfen hast, einen Traum zu verwirklichen. Ach, bevor ich es vergesse, hier, das ist für dich. Das Phantomdiebe-Logo als Schlüsselanhänger. Den hat Senkichi-san mir gegeben, als wir aus Osaka abgefahren sind. Er hat gesagt, er wäre von Akane-chan. Er hat mir zwei gegeben als Dank, weil ich Akane-chan beim Lernen geholfen habe. Und ich finde, einer davon gehört dir. Wir konnten ihr unsere geheimen Identitäten natürlich nicht verraten, aber ich hoffe, dass wir es ihr irgendwann sagen können. Hey. Weißt du, wie es ihr mit den Phantomdieben so geht? So geht es uns anderen Dieben mit dir. Wenn du dich mal alleine fühlst, kannst du dir den Anhänger ansehen und daran denken, dass wir dich immer unterstützen. Ah, schön. Wir müssen Akane-chan bald mal alle zusammen besuchen. Ja, denke ich auch. Mal gucken, ob wir da in diesem Spiel noch die Gelegenheit bekommen. Der Wind fühlt sich toll an. Wahrscheinlich, weil wir am Meer sind. Ich habe auf dieser Reise viele Premieren erlebt. Zum Glück hatten alle so viel Geduld mit mir. Es war wirklich toll, danke. Tja. Kein Grund, so förmlich zu sein. I'm sorry. Ja, tut mir leid, ich meine es wirklich ernst. Naja, bevor ich es vergesse, das ist für dich. Ein Teelöffel mit Blumenmuster. Das habe ich als Dankeschön und Erinnerung in Sapporo besorgt. Das ist Marisans Lieblingsmarke. Und siehst du die Blume? Das ist Salbei oder auch Salvia. Er steht für die familiäre Liebe. Ich finde es wunderbar, wenn du an unsere gemeinsame Zeit in Sapporo denkst, wenn du den Löffel verwendest. Die Phantomliebe sind wirklich wie eine Familie, oder? Ja, inzwischen schon. Ich bin so froh, dass wir das Feuerwerk dieses Jahr nicht verpasst haben. Wobei ich auch ein bisschen traurig bin, Zeichen, dass der Sommer bald zu Ende ist. Aber dieser Sommer war der Wahnsinn, weil du zurückgekommen bist, Akira. Ich weiß noch, wie wir in Sendai auf Zunderjagd gegangen sind. Ach Mann, das war super. Und nicht nur die Naschereien. Ich bin dir echt für alles dankbar, was du diesen Sommer für uns getan hast. Deswegen, das hier ist für dich. Buntes Armband. Das
ist ein Freundschaftsband. Ich weiß, es ist nicht perfekt geworden, aber ich dachte, es ist trotzdem ein schönes Andenken an die Reise. Wow, sieht super aus. Ach, das war ganz leicht. Im Internet gibt es jede Menge Videos mit Anleitungen. Ich habe für jeden eines gemacht. Zum Glück bin ich mit allen vor dem Ende des Sommers fertig geworden. Du darfst dir was wünschen, wenn du es anziehst. Und wenn es abfällt, geht dein Wunsch in Erfüllung. Was wünschst du dir? Ich habe mir gewünscht, dass alle unsere Träume in Erfüllung gehen. Ach, und natürlich, dass die Phantomliebe bald wieder zusammenkommen. Wir müssen einfach bald wieder so eine Reise machen, versprochen? Ja. Oh, ich habe uns auch noch was Kleines für unsere Yokohama-Reise besorgt. Ein großer Magnet mit einer Comiczeichnung der Skyline von Yokohama. Hängen wir ihn an den Kühlschrank im Wohnmobil und wenn wir wieder zu Hause sind, können wir ihn im LeBlanc aufhängen. Ja, können wir machen. Also, wo fahren wir nächstes Mal hin? Oh hey, vielleicht das Ausland? Können wir machen, mal eine Flugreise oder so. Warum denn nicht? Ah, Yusuke. Das ist schon ganz ruhig geworden. Ich bin zwar dankbar für die erfüllenden Abenteuer, die wir erlebt haben, aber es betrübt mich, dass unsere Reise endet. Ach, ein Jammer, dass wir keine Gelegenheit hatten, Kyoto zu erkunden. Tja, wir verreisen ja noch öfter. Yes. Ganz genau. Und ich hoffe, wir alle werden dabei sein. Ach ja, beinahe wäre es mir entfallen. Ich möchte dir etwas schenken. Ein Skizzenbuch mit Skizzen von Schreinen und Shisa-Statuen. Das sind die Skizzen, die ich während unserer Reise angefertigt habe. Auf die des Schießers bin ich besonders stolz. Glaube ja nicht, dass ich deine Anstrengungen im Gefängnis von Okinawa vergessen habe, als ich eine Anfrage an dich gestellt habe. Dass diese Skizze überhaupt möglich war, ist allein dir zu verdanken. Ich danke dir noch einmal, Akira. Einige der Seiten sind leer, doch die kann ich später noch für dich füllen. Bis dahin hast du hoffentlich Freude an den bestehenden Werken. Ich werde meine Fähigkeiten weiter schulen, auf dass die nächsten Landschaften, die ich für dich anfertige, absolut wunderbar sein mögen. Ach, Yusuke. Der Herbst naht schnellen Schrittes. Der Sommer ist uns enteilt, entglitten. Yeah. Ich hoffe auch, wir alle schlagen den richtigen Weg in Richtung Zukunft ein. Tja. Und wieder konnten wir nicht unseren lieben Yusuke abschleppen. Schade. Naja. Ah, oh, ist schön, dass wir den letzten Abend alle zusammen genießen konnten. Daran werde ich mich noch lange erinnern, vor allem wie schön Lady Anne im Schein des Feuerwerks aussah. Und du musst mir Lady Anne wirklich lieben, Morgana. Yeah. Das ist es nicht, aber wenn ich sie lächeln sehe und ihr lächeln und deswegen sind wir in Sendai auf die Suche nach Naschereien gegangen. Anne war mit dem Ergebnis offenbar sehr zufrieden. Oh ja, ihr Lächeln war wirklich mein Schatz. Ah, ich weiß, wir sind schon lange ein Team, aber mir fällt nur immer wieder ein, dass ich es nur dir und den anderen verdanke, dass ich überhaupt hier bin. Ich hoffe, wir bleiben noch lange, lange zusammen. Na, aber sicher doch. Dito. Ja. Yeah. Ich bin schon gespannt, was wir als nächstes erleben. Okay, ich will keine große Sache draus machen oder so, aber das hier ist für dich. Ein knalliger, luxuriöser Schal. Ich will dir etwas als Andenken an die Reise schenken. Sophia hat mir beim Aussuchen und Bestellen geholfen. Es ist ein Schal in der Erkennungsfarbe der Phantomdiebe. Du solltest ihn anziehen, wenn sie jemals wieder einen Fall übernehmen. Na dann, ich passe gut darauf auf. Ja, das ist mir jetzt peinlich. Ach, und die sind von Sophia. Edle bestickte Handschuhe, oh. Oh, sie wollte sich auch bedanken, also habe ich ihr geholfen, ein Geschenk auszusuchen. Ich habe sie extra für dich anfertigen lassen, um mich bei dir zu bedanken. Sie passen gut zu dem Schal. Ich werde sie in Ehren halten. Ah, wobei ich als Experte in Sachen Akira auch eine wichtige Rolle gespielt habe. Akira und Miyogana geben wirklich ein fantastisches Duo ab. Ah, ja, wir kennen uns inzwischen so gut, dass wir... Hey, wie hast du mich genannt? Tut mir leid, Morgana. Meine Absicht war, dir ein Kompliment zu machen. Ah, zumindest nennst du mich nicht mehr Waschbär. Thank you very much. Das tut mir auch leid, Morgana. Danke, dass du mir geholfen hast, obwohl ich dich so beleidigt habe. Na schön. Good. Ah, zumindest nennst du mich nicht mehr Waschbär. Thank you very much. Okay. So, Ryuchi. Oh, so ein krasses Feuerwerk als Abschluss, das war schon geil. Mann, der Sommer war zwar echt wild, aber es hat genauso viel Spaß gemacht wie letztes Jahr. Wir konnten uns sogar das weltberühmte Sapporo-Rahmen reinziehen. Das war der absolute Hammer, Mann.
Du bist der absolute Hammer, weil du uns die Tickets organisiert hast, Junge. Mit dir kann man sich gar nicht langweilen, danke. Hier, Alter, ich hab was für dich. Eine Fetterman-Maske. Ich bin an einem Strand vorbeigekommen, wo man die kaufen kann. Ich hab dir Red besorgt, weil du ja auch unser Chef bist. Alles klar, jetzt sind wir ein Paar. Yeah. Ja, Mann, ich hab Yellow und ich bin deine rechte Hand. Als ich die Masken gesehen habe, ist mir wieder aufgefallen, diese Superhelden-Teams sind stark, weil sie zusammenhalten und füreinander kämpfen. Also bewahren wir sie gut auf und ziehen sie auch nächstes Jahr wieder auf dem Festival an, ne? Versprochen, okay? Also, du bist Red, ich bin Yellow. Ich würde sagen, Morgana ist Black, Yusuke ist wahrscheinlich Blue, aber wer ist Pink? Alle Mädchen aus unserem Team sind irgendwie ein bisschen zu, naja, gruselig, weißt schon. Och, finde ich eigentlich nicht. Pink wäre vielleicht Haru, hä? Na gut, dann sind wir hier auf dieser Ebene auch durch und gehen zurück ins Wohnmobil und mal gucken, was so passiert, weil die Sache hier mit dem Pärchen, was hier saß und dann irgendwie komisch wurde, ich glaube, da kommt noch was. Ich hab's, Akira. Kann ich alle herrufen? Mir ist da etwas eingefallen. Also, was geht, Sophia? Can I ask you a favor? Danke, dass ihr gekommen seid. Ich habe eine letzte Aufgabe für euch. Für dich tun wir doch alles. Worum geht's? Könnten wir ein Gruppenfoto machen? Du willst ein Foto? Leute machen Fotos, um sich an Momente zu erinnern, damit sie ihre Erlebnisse nicht vergessen. Bald wird jeder seinen eigenen Weg gehen müssen. Das heißt, dass wir uns trennen. Deswegen also... Nein, Sophia, du bleibst immer bei uns. A good choice. Ist das wirklich eine Frage? Das ist eine wundervolle Idee. That's right. Ja, genau, das klingt wie eine tolle Erinnerung an unsere Reise. Auf geht's zum Knipsen, würde ich sagen. Yep, yep. Denk daran, dass wir witzig aussehen. Hä? Hä, warum? Kann ich nicht einmal Teil einer schönen Erinnerung sein? Naja, jedenfalls machen wir das gerne, Sophia. Thank you. Danke, Leute. Alles klar. Denken wir uns eine 1A-Gruppenpose aus. Oh, yes. Sollten wir uns nicht der Höhe nach aufstellen, damit jeder ins Bild passt? Was, wenn wir alle hochspringen, wenn das Foto gemacht wird? Das wäre witzig. Schade, dass Tsinkichi nicht da ist. Wir zerren ihn das nächste Mal mit ins Foto. Ich werde am coolsten von allen aussehen. Sorgt dafür, dass es gut wird. So, that's the story. Okay, wir machen das mit meinem Handy. Alle zusammenrücken, bitte. Wir haben ein Gruppenfoto gemacht, um den Moment zu verewigen. Kriegen wir das auch mal zu sehen? Sowas. Do you have a second? Schließlich fahren wir als nächstes wieder zurück nach Tokio. Hast du alle gefunden, mit denen du heute Abend reden wolltest? Ja, wir können los. Gut, ich bitte alle herzukommen. Oh man, reality is only a couple hours away now. Ja, allerdings. Oh, give it up already. There'll be plenty of fun in your future too. Tja, würde ich sagen... Stellen wir uns der Realität, ha? Sounds like I gotta brace myself then. Makoto, do you need a route to Tokyo? Yes, Sophia, thank you. Could you do the honors? Okay, I've got... Wait. What is this? Was ist was? Sophia? Und ich hab's geahnt, da kommt jetzt was. A jail. I suddenly smell a jail. But how is that... Hang on now. I thought we shut down that Emma bullshit. Shouldn't all the jails be gone? I don't know. Can you tell how long the jail smell's been here? It wasn't here when we first arrived. But now, I have no doubt. Also ganz frisch entstanden. And it's still spreading. What is this? It's already wider than... Tsinkichi is calling. Where are you right now? Are you watching the news? Nö, gerade nicht. Wir haben eigentlich ein Feuerwerk genossen und uns einen schönen Abend gemacht. Sorry. Was zum Teufel ist eigentlich passiert? Just pull up the news. Okay. What? My word.
Was? Now for breaking news on the virtual assistant Emma. Despite recent claims of being shut down, it appears an unidentified system malfunction is preventing proper deactivation. Hä? Zieht doch einfach einen Stecker an dem scheiß Server, wenn es nicht anders geht. Emma Development Company Madis has requested the public avoid accessing Emma in any way at this time. Emma isn't shut down? What is going on, Zenkichi? I don't know why this is happening, but I do know that Emma's servers are located in the Tokyo Radio Tower. I also know for a fact that it was successfully turned off and the app became inaccessible. But now, it's all back up and running. Konoe doesn't know why. Neither does anyone still at Madis. Someone intentionally rebooted the server? Nah, Madis would have already been there to stop them. Wait, then that would mean some genuine sci-fi stuff is happening here. Hey, say something if you're on, Emma. Hello, how can I help you? What? This is for real. Is it accessing different ports or something? But how? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keinen Schimmer. What on earth is happening? Zenkichi, we've got another problem. Sophia just smelled a jail. What? Are you sure that's what it is? I have no doubt. It's an enormous jail, spanning the Tokyo area all the way to Yokohama. What? The epicenter is the Tokyo Radio Tower. What the actual fuck? Seid ihr irre? And that's where... Emma's servers are located. Looks like we've got a new destination. Fuck. I'm already headed your way. Be there soon. Was zum... Ich spüre eine immense Kraft. Was geht beim Tokyo Tower vor sich? Das ist eine sehr gute Frage. Trickster? Hallöchen, Lavenza. Ich sollte zum Velvet Room gehen. Okay. Was ist los? A true abomination. Its writhing grass spreading across the land. Could this be the second coming of the evil that rent me asunder, that locked away even my master? What? Aber wir haben doch... Wir haben doch, ihr wisst schon, wir haben doch, haben wir doch. Has even this happened before? No. But why is it different? Hat er etwas Angst gemacht? I beg of you, Trickster. It wounds me to continue requesting your and your companions' intervention. But I must beseech you, unmask the true catalyst of this calamity. Expose the evil will within. I sense foreboding power, not far from here. I am most certain it is connected to your becoming a prisoner once more. Wird gemacht. Thank you. Ach, gerne, Lavenza. Turn your favor by offering the full capabilities of one who rules over power. Allow me to introduce two new forms of execution. The quad fusion and the pentad fusion are now available for your benefit. Okay. Du könntest die quad fusion und die pentad fusion nutzen. Die Personas, die aus diesen Fusionen entstehen, sind so mächtig wie keine anderen. Nutze jede Gelegenheit zu seiner Fusion. Dann sollten wir uns das vielleicht ansehen. Also, Alter. Jetzt noch, echt? Shit. Through these, you may attain some of the most powerful personas imaginable. Also, a final point I would like to mention. I sense, deep within the core of the calamity, a paradoxical glimmer of hope. As minuscule as that glimmer may be, I believe a blinding force of the same origin
will be the key to dispelling the calamity. I apologize for keeping you. Shall we begin? Hello, Trickster. Damn, jetzt geht's aber mal richtig los. Übers halbe Land ein Jail oder was? Was ist denn da los? You have no personas, okay. Trickster. Performing a fusion. Nach Level bitte. Kann ich jetzt schon irgendwas Neues machen? Nee, eigentlich nicht, ne? Nicht so richtig. Geht doch gar nichts. Ja, nö, nicht, das hier wäre vierfach, ja. Aber die kann ich ja noch lange nicht. Die sind alle noch zu stark für mich eigentlich. Kann ich vielleicht noch was machen? Bring mir doch was. Ich meine, ich habe ja jetzt einen Haufen Persona-Punkte, aber das kostet halt auch extrem viel. Wir könnten mal gucken, dass wir wenigstens die, die unter 40 sind, deutlich unter 40, mal wenigstens auf 40 bringen oder so. How much power will you add? Ja, und das kostet nämlich schon 297.000 hier. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, wir lassen das erstmal. Wir gucken mal, wie es läuft und dann werden wir entscheiden, wie wir damit verfahren. Okay, was ich habe, 6 neue Anfragen. This is the request. Was für schmerzhafte Vergangenheit, der Hund des Hades. Also wir können auf jeden Fall in die alten Jails wieder zurück. Diebesherausforderung Wolf Teil 2. Schrottsammlung 7. Gefangener Dystopie. You're doing this one? Achso, das ist auch wieder eine vergessene Begierde. Gefängnispost 7. Umschulung der Angestellten. Da gibt es einen Mitarbeiter, der den ehemaligen CEO Kuno immer noch fast anbetet. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber kannst du mir bitte helfen? Dann bringe ich dir auch ein Rezept vom Boss bei. Besiege Ganesha, besiege Rajanaga. Chuochi-Station in Osaka. Aha. Naja. Schauen wir mal. Aber erstmal. Gibt es hier jetzt noch irgendwas anzuquatschen? Oder ansonsten gehen wir nämlich jetzt ans Wohnmobil und schauen uns das Ganze hier mal genauer an. Sorry für die Verspätung. Zum Glück gab es nicht so viel Verkehr. Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Brechen wir zum Turm auf, sobald alles bereit ist. Okay, also wir gehen quasi direkt ins Epizentrum. Würde ich sagen, tun wir auch direkt, oder? Wir machen uns mal vorsichtshalber einen Speicherstand. Und dann geht's los. So, da würde ich sagen, zur nächsten Stadt. Was anderes bringt uns ja nicht weiter. Nach diesem Punkt schreitet die Story stark voran. Du solltest speichern, habe ich gerade getan. Wenn wir zum Tokyo Tower gehen, können wir vielleicht nicht mehr hierher zurück. Sollen wir aufbrechen? Ja, kommt. Wir machen das. Okay, auf zum Tokyo Tower. Ich habe ja schon gesagt, es wird kein 100% Run. What is going on? Sondern storyfokussierter Durchlauf hier. Mache ich ja mit allen Let's Plays so, dass es primär storyfokussiert ist und nicht hier immer auf 100% komplettiert wird. Aber jetzt dürfte es nochmal richtig zur Sache gehen. Deswegen lasse ich unsere Freunde hier jetzt mal reden und halt mal kurz mein Maul. This is not good. Why are they all doing that? I don't know. But they sure aren't in their right minds. I can't wait for her to guide us to happiness. Huh? I won't have to think for myself anymore. I'm finally gonna be free from this pain. What the? Den Scheiß haben wir doch schon mal gehört. Zumindest im Grundsatz. What's gotten into everyone? Manipuliert? Everyone's just staring at their phones. Welcome.
to the promised land. Emma? Was? Beginning navigation. Hä? The promised land. Na, prima. Werden sich den Quatsch wieder einfallen lassen. Ich möchte gerne mal mit den Sektenführern reden. Das ist ja scheiße, was die hier veranstalten. What the actual fuck? Aha. Shit. Where the hell are we now? Oh, don't tell me. Yeah. We're in a jail. Hang on. I thought you needed a keyword to get into a jail. Yes. That should be the case. What we just went through felt more like we were involuntarily dragged into this world. Who could even do that, though? Tja, Emma. Emma? How's that possible? This atmosphere. I'd never forget a place like this. A vast prison, born from the cognition of the masses deep beneath Shibuya. Ja, ich sehe hier auch enorme Parallelen zu Mementos. Irgendwie. Yeah. This place really is just like Mementos. Mementos? It'd take too long to get into it, but we've been somewhere a lot like this place before. But this can't be possible. What next, Joker? Tja, wir sehen uns um. He's right. We should find out what else is here. Let's remain cautious. Considering our circumstances, I wouldn't be surprised traps were abound. Dann I should write something. Nochmal einen Speicherstand machen und das Gefängnis erkunden. Alright. Auf in diese gegebenenfalls neue Form von Mementos. Dude, so we're like just stuck here? I'd say so. Tried exiting. No such luck. That means all we can do is press on. Keep ready, everyone. Okay, wir können auch nicht raus. Wir sind mal wieder im Jail direkt gefangen. You think we can ambush it? Show me your true skill. Mal gucken, was hier so rumrennt. So, können wir eigentlich jetzt schon irgendwie nehmen? So, was haben wir denn hier eigentlich? Fortuna, Valkyrie, Naga, Kopata, Neverus, Nord. Nuklear, hä? Na, in dem Fall, Makoto, dein Auftritt. Läuft erstmal nicht so schlecht, aber sind ja auch nur kleine Gegner jetzt hier an der Stelle. Gut, okay. So, hier haben wir ein Ausrufezeichen. Ja, war ja klar. Oh, was bist denn du? Sollte aber gehen. Okay, lass mal aufräumen hier. Boah, die hauen ja aber auch Gegnerhorden raus, Alter. Gut, dass wir nochmal einkaufen waren. Was hatten die eigentlich für Schwächen hier? Nicht Bomber, Lilith. Ist das Lilith? Ja, das könnte Lilith sein. Feuerschwäche. Okay.
secure. Müsste ich doch was dabei haben, oder? Laku, Satanta, Shisa, Fortuna, Valkyrie, Naga, Kopa, Tengu. Nee, nicht wirklich. Neboros. Nord, Laku, Satanta. Das ist ja blöd. Ich hätte hier noch Segen. Da ist irgendwas schwach dagegen. Ja, ja. Ja. Okay. Queen, your agility's down. Strike. Come. You're mine. Oh, nice, Joker. You hit its weakness. That's Joker for you. Naja, wir sind doch aber gleich durch hier. Es wird ja schon weniger. So. Kann mich mal jemand heilen? Go ahead. Bring it to me. I'll use my persona. Komm, Makoto kann noch gut zuhauen. Das kriegt man hin. So, sehr schön. Okay. Alright, a new skill. Hat es auf jeden Fall einiges gebracht. Ach, scheiße, hab ich jetzt... Naja, egal. This place feels grimy and confined. I agree. I'm not sure how to put it. It's as if it's generating a wellspring of revulsion within me. Who could have brought us here? I don't know. Whoever built the place is out of their effing mind. Ja, das sehe ich irgendwie ähnlich. Wieso kann ich denn hier eigentlich nicht? Oh, ich kann hier runter, alles klar. Das ergibt natürlich irgendwie Sinn, ja. So, ich könnte da runter. Kann ich denn auch hier hoch irgendwie? Nee. Aber das sieht wirklich aus wie Mementos, gell? Na, hier sind die ganzen in ihren Zellen eingesperrt, alle, die hier quasi ihr eigenes Denken abgegeben haben und einfach nur noch da vor sich hinleben. Targets in sight. Let's take it out. You won't get away. Oh, you're screwed now. Ist hier noch ein Gegner, der anfällig darauf ist? Weil ansonsten müssen wir demnächst mal Ahn mit reinnehmen zusätzlich. Okay. Ja, wir sollten vielleicht wirklich mal hingehen und sollten in diesem Fall... dann nehmen wir doch mal Ryuji raus und holen Ahn mit rein, dann haben wir Feuer dabei. Das ist für Ahn. Thank you all. The boss and I are working out the last kinks of our plan of attack. Worst comes to worst, you'll even be able to bring the hammer down without me. You're right. But that's not on the table unless we can get out of here. Sehr gut.
Okay. Na, das funktioniert doch aber schon mal gar nicht so schlecht. So, wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung. Okay, das ist ein Killer-Teddybär, da brauchen wir auf jeden Fall Makoto. Und ein paar SP-Items. Wobei, wir können auch noch mit Joker. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Das kriegen wir hin. Massiver Segenschaden sollte auch funktionieren. Gut. Ja, das kriegt man ja alles irgendwie hin. Shit. Jetzt hat er mich doch hier glatt niedergeschlagen. Komm, wir haben zwei Heiler dabei. Einer wird mich doch wohl mal ein bisschen aufbauen können hier. So, komm. Bam. Ja, Hälfte ist runter. Geht doch. Ist doch gar nicht so übel. Aber sowas von Showtime. Jetzt haben wir ihn doch gleich. Und tschüss. Wunderbar. Klappt doch. Tja. Das denke ich aber auch. Und da würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir mal zusehen, dass wir hier rausfinden, was hier für ein Scheiß abgeht. Oder zumindest mal ein paar Hinweise sammeln. Weil ich glaube nicht, dass diese Nummer hier in 10 Minuten erledigt sein wird. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Lasst euch nicht nach Mementos ziehen. Und ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin. Haut rein!